3, 2, 1. Liftoff. Crew on board. Leah's mind. This is the journey to find the mythical Deoxys. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich mich für ein YouTube-Video ins All geschossen habe. Aber die Antwort ist ganz einfach. Aliens. Deoxys ist eines der seltensten Pokémon und nicht nur in Shiny, auch so ist es so gut wie in wenigsten Spielen zu bekommen. Nur in Oras, wenn ihr es komplett durchspielt, bekommt ihr am Ende ein Deoxys. Oder man glitscht sich auf eine Eventinsel, wo es in Feuerrot, Blattgrün und Smaragd auch Deoxys gibt. Und in Oras ist es natürlich Shiny Locked, wie alles heutzutage. Deoxys zu Shiny Hunten ist also nur möglich in Feuerrot, Blattgrün und Smaragd. Hinzu kommt auch noch, dass es vier Formen hat. Normal, Angriff, Verteidigung und Speed. Für mein Shiny Living Form Decks brauche ich also vier Shiny Deoxys. Na, zum Glück habe ich vier Gamecubes. Lasst mich euch mitnehmen auf die lange Reise, vier gelbe Aliens zu finden. Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott! So, ich bin wieder zurück aus dem All, denn da oben gibt es Deoxys gar nicht. Das müssen wir hier auf der Erde finden und wie gesagt nur in Smaragd, Feuerrot oder Blattgrün. Auf der Entstehungsinsel kommt Deoxys vom Himmel herab, wenn man dort ein kleines Rätsel löst. Man muss einfach den kürzesten Weg zwischen diesen Dreiecken gehen. Und dieses Deoxys kann eben mit 1 zu 8192 Shiny sein. Aber das waren Events damals. Wie kommen wir heute noch auf die Entstehungsinsel? Und, ne, wie wir das immer machen, wir glitschen uns dahin. In Smaragd kann man den Pommack-Glitch machen, um sich das Event zu geben. Ich habe dazu ein ausführliches Video gemacht. Schaut es euch an, wenn ihr wirklich alles im Spiel euch erglitschen wollt. In Feuerrot und Blattgrün kann man das so ähnlich machen. Nur muss man sich dort ein durch den Pommack-Glitch korruptes Mon aus Smaragd tauschen. Der Glitch ist dadurch um einiges aufwendiger in Feuerrot und Blattgrün, aber ich lasse ein paar Tutorials in der Beschreibung. Denn es ist von Vorteil, es in Gen 1 Remix zu machen, anstatt in Smaragd. In Smaragd funktioniert das RNG nämlich nicht. Wenn man ein neues Spiel startet, ist vorgeschrieben, bei welchen Frames wo Shinies auftauchen. Trotzdem kann man dort ein Shiny Deoxys zum Beispiel finden, wenn man das Spiel einfach nie resettet, sondern immer flieht. Das bedeutet aber, dass man eben das Rätsel immer wieder aufs Neue lösen muss. Und das dauert ein bisschen. Genau genommen, ein Reset dauert dadurch 30 Sekunden. Ich erkläre das Broken RNG von Smaragd im Detail in meinem RNG-Manipulationsvideo. Schaut euch das an, ich finde das super interessant, wie Shinies generiert werden. Nach diesem Video werdet ihr eure Shinies noch um einiges mehr wertschätzen. In Feuerrot und Blattgrün ist das RNG aber nicht kaputt und so kann ich einfach vor dem letzten Dreieck speichern und muss das Rätsel nicht wieder machen. Und dadurch dauert ein Reset 30 Sekunden. Weil das Spiel muss neu gestartet werden, das Intro muss spielen, das Tagebuch muss durchgeklickt werden oder weggeklickt werden. Es dauert genauso lang. Aber das eine ist halt, ich muss einen perfekten Weg gehen, genau, ich darf mich nicht verklicken. Und das andere ist, ich muss A-spammen. Ein Deoxys wollte ich mir aber in Smaragd holen und ich wollte auch schon immer mal RNG-Manipulation ausprobieren. Also warum nicht bei einem von den vier Deoxys? Ich glaube, das habe ich ein bisschen früher gedrückt. Hallo Maurikun. Alter, ich hab's euch gesagt, man muss doch noch ein bisschen korrigieren. Wie genau ich diese Manipulation gemacht habe, habe ich auch in einem RNG-Video erklärt. Ich wollte aber dieses eine quasi RNG-Deoxys nicht zählen zu den vier. Zumindest vorerst wollte ich das nicht. Im März 24 habe ich dann also mit der Hand begonnen. Aber nicht nur mit einem System, sondern mit vier Gamecubes. Ja, ich bin einer von diesen Verrückten, die quasi Pay-to-Win machen, die sich einfach viermal das gleiche holen in vierfacher Ausführung, um nicht eine vierfach höhere Chance zu haben, sondern in den 30 Sekunden sehe ich dann nicht nur ein Deoxys, sondern vier Deoxys. Es geht halt viermal schneller.
Ich habe ein eigenes Video gemacht, in dem ich genau darauf eingehe, was man technisch alles braucht, um mit 4 Gamecubes zu Shiny Hunten. Das Video könnt ihr hier anschauen. Ich rede dort auch kurz darüber, ob das überhaupt noch Full Odds Shiny Hunting ist. Vielleicht fragt ihr euch auch, warum das eine Feuerrot auf Deutsch ist, aber die anderen auf Japanisch. Ganz einfacher Grund, japanische Spiele sind günstiger. Ich hatte bereits ein Feuerrot wegen meinem Origin Dex Gen 3 Video und die anderen drei haben mich jeweils 40 Euro gekostet. Und das ist natürlich um einiges günstiger als alle auf Deutsch zu kaufen. Trotzdem habe ich natürlich die Daumen gedrückt gehofft, dass ein Shiny Deoxys mindestens eins auf dem deutschen Spiel erscheint. Und ich will immer so ehrlich sein mit euch, wie es nur geht. Ich habe mein deutsches Feuerrot mit dem Glitch bis zu Deoxys gespielt. Die japanischen allerdings, das sind alle drei der gleiche Spielstand. Ich habe einen Spielstand gefunden, als ich die gekauft habe, habe ich natürlich alle Spielstände angeschaut. Und einer davon war wirklich gut, durchgespielt, man konnte überall hin, sau viele starke Pokémon. Und ich dachte mir, okay, mit dem Speicherstand werde ich das Deoxys mir holen. Ich habe mir also dort den Zugang auf die Entstehungsinsel reingecheatet. Dann habe ich die OT angepasst auf einen japanischen Namen, den ich mag. Kira. Ich nenne mich in japanischen Spielen Kira, meine Schlange heißt Kira, Kira von Death Note, Kira Knightley, keine Ahnung. Weil ihr könnt jetzt sagen, hey Leo, du weißt schon, du kannst dich da auch Leo nennen. Ja, aber wenn ihr das mal checkt, zum Beispiel in Home, der Name, auch wenn ihr euch gleich nennt, sieht anders aus. Die Buchstaben sind leicht länger gezogen, so verzerrt. Und da habe ich keinen Bock drauf, das sieht komisch aus. Wenn ich Leo heiße, dann will ich, dass der Name überall gleich aussieht. Also ist meine Regel, dass in japanischen Spielen nenne ich mich einfach Kira. Und dann habe ich diesen Spielstand, wo ich vor Deoxys stand, einfach verdreifacht. Jedem eine eigene ID gegeben und mit dem GB-Operator wieder auf die Cartridge kopiert. Und ich weiß, eigentlich sollte ich jedes Spiel selber bis zu dem Punkt gespielt haben, Pommel-Glitch gemacht haben und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Ich habe es einmal gemacht, ich habe mir quasi den Zugang auf die Entstehungsinsel einmal verdient. Und die anderen habe ich dann einfach kopiert, weil ich stelle es mir auch nicht so spaßig vor, ein Spiel auf Japanisch durchzuspielen, ohne Japanisch zu können. Ein bisschen schwierig. Ich rede da später nochmal drüber, was passieren kann, wenn man Spielstände verdreifacht, vervielfacht. Da können nämlich Probleme auftauchen. Aber ja, das war mein Setup. 4 Gamecubes, 4 Gameboy Player, 4 Spiele. Bevor die Hand nach den gelben Aliens losgeht, deswegen habe ich übrigens heute einen gelben Pulli angezogen, möchte ich euch noch kurz daran erinnern, diesen Kanal hier zu abonnieren. Wenn euch meine Videos gefallen, dann hilft es mir wirklich sehr, wenn ihr den Kanal hier abonniert. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht habt ihr auch Bock, meinen Patreon auszuchecken, da lade ich diese Videos früher und natürlich auch ohne Werbung hoch und außerdem manchmal auch ein paar Behind-the-Scenes und Stories aus meinem Leben. Vielen Dank fürs Auschecken und jetzt geht's los mit Deoxys. Ich habe wie immer die Jagd regelmäßig auf twitch.tv/liusmind gestreamt. Schaut gerne mal vorbei. Aber um schneller voranzukommen, habe ich oft auch offline weitergesucht. Ich habe mir einen Film angemacht und auf dem anderen Bildschirm Deoxys resettet. Und so zogen die Resets an mir vorbei. Und auf einmal war ich über Odds. Mehr als 9000 Deoxys schon gesehen. Und ich war wirklich überrascht, wie unfassbar schnell es mit 4 Gamecubes geht. Aber bevor ich jetzt groß rumlaber, zeige ich euch, was genau bei 9876, geile Zahl, 9876 Resets, was da passiert ist. It happened. It happened. Nein. Nein. Ah, ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Ich meine, es ist schön, ein Video zu haben, in dem man genau sieht, bei welchem Frame mir das Herz gebrochen wird. Und ich kann euch genau erklären, wie das passiert ist. Mit der Zeit werden die Muskeln einfach schneller als das Gehirn. Ihr kennt es bestimmt, Muscle Memory. Meine Finger waren ständig auf den Tasten Start und Select hier, also ich habe nicht mal hier meinen Finger gehabt, sondern immer auf Start und Select. Und mit der anderen Hand war ich natürlich die ganze Zeit auf A und B. Das heißt, ich musste noch nicht mal irgendwas groß machen, ich musste einfach nur meine beiden Daumen nach unten drücken. Und mein Blick ging immer von links oben, nach links unten, nach rechts unten. Und so wie bei 9000 oder 9000 durch 4 Resets davor, habe ich einfach, als ich rechts unten mit meinem Blick ankam, mit meinen beiden Daumen runtergedrückt. Aber im gleichen Moment habe ich es auch realisiert, wie man hier gut sehen kann.
Das war nämlich der größte Shiny-Fail, den ich jemals hatte. Davor, klar, ist hier in Karmesin und Pokémon Shiny weggelaufen oder sonst irgendwas, man hat was nicht gesehen und so. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Aber das Ganze hat mir eine Entscheidung leichter gemacht, das RNG-Deoxys, oder wie wir es genannt haben, Deoxys, das habe ich dann somit zählen lassen. Das habe ich mir gedacht, okay, das ist zwar RNG-manipuliert, nicht wirklich gesoft-resettet, aber jetzt habe ich eins gefunden, ich war nur zu dumm, es zu bekommen, also zähle ich das RNG-Deoxys. Ich glaube, also ich komme damit klar, ihr müsst auch damit klarkommen. Also habe ich den Counter wieder auf 0 gesetzt und habe wieder von vorne angefangen. Nur diesmal mit dem Daumen weit weg von Start und Select. Und ich mach's kurz. Die Redemption kam tatsächlich relativ schnell. Ja, ich hab die Hände frei. Es ist da. Was ist das? 7, 8, 9. 4, 3, 1, 9. Yes! 4319 Resets, da kann man sich nicht beschweren. Halbe Odds, super. Nur, wie fange ich das jetzt? Ich bin kein Shiny Hunter, der unbedingt das Shiny in einem bestimmten Ball haben muss, aber ich werde es zumindest probieren. Aber ich habe immer einen Meisterball als Backup natürlich dabei. Wenn er einen Volltreffer macht, dann macht es sau viel. Nein! Aber leider ist es nicht drin geblieben. Und bevor es sich mit Verzweifler selber umbringt, habe ich dann den Meisterball ausgepackt. There it is! Okay, Nummer 1. Ah, nice. Counter reset, wir stellen wieder auf 0 und suchen jetzt Nummer 3. Sag mal, was ist eigentlich euer höchster Shiny-Counter? Also, was ist die maximale Anzahl an Pokémon, die ihr gesehen habt, bevor euer Shiny kam? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar meine Zahl von Deoxys jetzt übertreffen können, aber trotzdem finde ich meine Zahl ziemlich krass. Bis dahin war mein Rekord Shiny Arctos mit 10.000 Resets in Gen 1. Da hat aber ein Reset eine Minute gedauert. Das dritte Alien wollte einfach nicht kommen. Über Wochen hinweg suchte ich immer wieder danach live auf Twitch, aber auch offline, während ich Filme geschaut habe. Full Odds zogen vorbei, mein Arctos-Rekord zog vorbei und auf einmal waren wir bei Triple Odds. Über 24.000 Resets. Und ich glaube, jeder hinterfragt da sein Spiel. Habe ich einen Bug? Mache ich irgendwas falsch? Sehe ich die ganze Zeit die gleichen Deoxys? Es kann doch nicht sein, dass ich so lange brauche. Weil, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, ich hatte natürlich Angst, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich das Spiel nur einmal durchgespielt hatte, einen eBay-Spielstand genommen habe und den verdreifacht habe. Also vielleicht ist dabei irgendwas schiefgelaufen. Also habe ich mal alle Deoxys im Meisterball gefangen, um einfach zu schauen, ob die gleich sind. 47, 75, 47, 130, 22, 114, 22, 28. Ah! Warum sind die unteren beiden gleich? Da sollte doch das Wesen stehen und die Zeichen sind exakt gleich. Warum sind die alle gleich? Hä, das macht keinen Sinn. Soll ich es nochmal machen? Ja! Unterschiedlich! Ja, die sind alle drei unterschiedlich. Ha! Ist doch kein Fehler! Okay, noch ein Test. Unterschiedlich. Es ist unterschiedlich. Erklärt mir, wie ich gerade drei gleiche Deoxys hatte. How? Wie kann es sein, dass manchmal die Deoxys gleich sind, gleiches Wesen, gleiche EVs und manchmal nicht? Aber es macht tatsächlich Sinn. Ich habe den japanischen Spielstand verdreifacht. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe die TID und SID geändert. Das habe ich aber erst dann gemacht. Erst jetzt, wo wir jetzt bei 24.000 sind. Davor hatten alle drei japanischen Spiele die gleiche Secret-ID und Trainer-ID. Weil die Frames werden generiert durch die SID und TID. Dadurch wird der Algorithmus, diese ganze Mathematik dahinter, kalkuliert. Und wenn die überall gleich sind, kann es halt sein, dass ich die gleichen Frames habe. Also kann es sein, dass wenn ich wirklich auf A drücke, wenn ich Deoxys treffe und es wirklich auf den drei Spielen exakt gleichzeitig mache, was vorkommen kann, dass ich wirklich das exakt gleiche Deoxys sehe.
Deswegen hatte ich manchmal die gleichen Deoxys, aber meistens nicht die gleichen, weil es ist ziemlich schwierig, bei 60 Frames den gleichen Frame zu treffen. Aber es ist möglich, was man auch sehr gut an diesem viralen Clip hier sehen kann. May, would you say? Ish? Das war kein Doppel-Shiny. Von dem Shiny Hunter selber ist das bestätigt, wie er geshiny huntet hat. Und auch von anderen Shiny Huntern, die wirklich Ahnung haben, ist dadurch bestätigt, das ist kein doppeltes Shiny gewesen, sondern ein gedupedes Shiny, weil die Spielstände exakt gleich waren, gleiche SID und so weiter. Und er hat einfach den exakt gleichen Frame getroffen, als er ein Shiny gefunden hat. Und so um den Dreh 24.000, 20.000 rum habe ich eben das geändert, um wirklich sicher zu gehen. Aber wie gesagt, es ist nur sehr selten vorgekommen, dass ich die gleichen Deoxys getroffen habe, weil 60 Frames ist ein großer Spielraum. Also nichts lief wirklich falsch bei mir, ich hatte einfach nur krasses Pech. Aber das Pech hörte irgendwann dann auf. Yes! 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 Jawohl! Oh, warte mal, rechts unten hatte ich schon, oder? 28.236. Oh mein Gott. Und diesmal probierte ich es, wieder einen Hyperball zu bekommen. Aber diesmal lief es ein bisschen besser. Bei Shanera wusste ich, dass die erste Attacke, auch wenn ich sie nicht lesen kann, dass das Gesang war. Also habe ich das Deoxys erstmal eingeschläfert. Und dann habe ich einfach Hyperbälle geworfen. Und dann sind es aber immer noch verdammt viele. 28.000 durch 4. Oh mein Gott! Das hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach geht. Wie viele Bälle waren das? 4? 5? Nicht mehr als 5. Yes! 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 Die Wahrscheinlichkeit lag bei 1,6% und ich habe es in den ersten 5 Bällen gefangen. Also danach war ich erstmal ziemlich sicher, dass es nicht so schwer sein kann, einen Deoxys im Hyperball zu fangen. Ist die Frage, ob das Glück jetzt anhält bei Deoxys Nummer 4. Denn die Mathematik sagt, hey, ich habe gerade über dreifache Odds gebraucht, um das zu bekommen, was ich will. Also habe ich einiges an Glück angestaut, was ich jetzt gefälligst so richtig schnell einfach raus aus mir rausschwemmen soll, bitte. Deswegen, ich habe den Counter einfach wieder auf 0 gesetzt und habe die ganze Zeit das Shiny erwartet. Seit 0, seit dem ersten Deoxys habe ich darauf gewartet. Es muss schnell kommen diesmal. What? Yes! Ja! Im gleichen Bildschirm? How? 304. Es ist wieder das vierte. 304. Das kann ja nicht sein. Im vierten Bildschirm wieder. Wie? Aber doch nicht so schnell. 304? Das ist insane schnell. 304? Im gleichen Spiel? Und ich habe ja gesagt, ich war mir dann ziemlich sicher, dass Hyperball ja nicht schwer sein kann. Ich habe das gleiche wieder gemacht. Shanera, Gesang. Dann hat Deoxys meinen Scharnierer umgebracht, dann hat Deoxys das Rest von meinem Team umgebracht, ich habe weiter Hyperbälle geworfen. Komm, please! Nein! Das war schon der dritte Dreier-Wiggle. Ja, ja, ah, ja, Nummer 4, wir haben's. Und somit hatte ich alle 4. Eins davon rein G-manipuliert und ein anderes nicht davon gefailt. So, schauen wir uns das Deoxys mal an in den verschiedenen Spielen. Eins habe ich extra noch in Colosseum transferiert. Sieht das da nicht mega aus? Colosseum hat so einen einzigartigen Schiller. Es ist so geil. Und ich habe es dann auch noch in Karmesin gepackt, wo ich übrigens die Formen von Deoxys geändert habe, damit ich wirklich die 4 verschiedenen Formen habe. Und schaut euch die Racker an, wie sie gelb angepisst da rumlaufen in der Steppe. Ist das nicht cool, ey, die Aliens?
Und hier sind sie alle. Alle vier Formen in Home. Am Ende waren doch alle leider auf Japanisch und nur das RNG-manipulierte auf meinem deutschen Smaragd. Aber hey, ich bin glücklich, vier zu haben. Es ist nicht schlimm, dass die japanisch sind. Kira ist auch eine coole OT. Hatte ich jetzt im Endeffekt Pech oder Glück? 9876 plus 4319 plus 28240 plus 304 ist 42739 insgesamt Resets, die ich hatte. Und wir haben 4 Deoxys gefunden, also teilen wir das Ganze durch 4 und kommen auf 10.685 raus, was etwas über Odds ist, über 8.000 ist, aber immer noch komplett vertretbar. Ist okay. Zeitlich gesehen ist aber interessant. Zeitlich gesehen hat das Ganze bei einem Reset von 30 Sekunden, es hat natürlich länger gedauert, verklickt und was nicht alles, aber wenn wir sagen 30 Sekunden, dann war das insgesamt bei 4 Deoxys 89 Stunden. Hätte ich nicht 4 Gamecubes benutzt, 89 mal 4, sind wir bei 356 Stunden, die das gebraucht hätte, bis ich 4 Shiny Deoxys gefunden hätte. Aber dank den 4 Gamecubes können wir die Zeit durch 4 teilen und es waren nur 89 Stunden. Das war meine Reise, meine Suche nach 4 angepinkelten Aliens. Und die können wir jetzt auch in meiner Übersicht hier abhaken. Ich habe eine Übersicht, ich habe eine Challenge, eine Aufgabe, dass ich in jeder Gen ein Full Odds besonderes Pokémon Shiny hunten möchte. Und Gen 3 können wir jetzt abschließen, schon bei einem Deoxys, aber wir haben 4 fette Haken dran. Aber eigentlich, bevor ich die Gen 4 Hunt beginnen möchte, möchte ich noch meine 4 Gamecubes ausnutzen, die ich extra geholt habe, für Kolosseum. Denn ich möchte die Shiny Raubkatzen Entei, Raikou und Suicune in Kolosseum Shiny hunten. Und bei Entei bin ich schon lange dran, ich glaube fast ein Jahr schon, und bin dabei gerade so über halben Odds. Und da ist ein Reset halt 3 Minuten lang. Aber dazu mache ich ein Video, wenn es soweit ist, wenn ich das Entei gefunden habe, denn Kolosseum Shiny Hunt ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr verrückt, wie das da läuft. Fettes Shoutout an meine Patrons, TZ, Daniela, Butters, Megumina, Jonas, Devilby, Linky, Dominik, JGamer, Robin, Superfield, Mika, Menik, Matthias, Majora, Menemon, Asriel, Mariko, Itako, Danova, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco, Brian, Hamke, der Faska, Evera, Delprani, Henriette. Irgendwann können wir wirklich einen Poker-Rap draus machen. Vielen Dank euch für die fette Unterstützung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.